Freunde, ich kann gerade nicht sehen, weil mir die Sonne direkt ins Gesicht scheint. Ich bin gerade draußen mit Bonnie. Da ist Bonnie. Hallo Bonnie. Hallo. Ich bin jetzt gerade eine Runde mit ihr gegangen und sie ist schon mega außer Puste. Aber ich meine, wer wäre das nicht? Stellt euch mal vor, ihr wärt von oben bis unten behaart und würdet dann bei der prallen Hitze draußen rumlaufen. Da würde ich auch nicht mehr können. Daniel ist gerade nicht da. Er ist Motorradfahren mit einem Kollegen. Und ich habe jetzt gleich vor, erstmal die Wohnung etwas auf Vordermann zu bringen, vor allem beim Büro. Das sieht aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komm, Bonnie. Ich sitze auf dem Sofa und warte eigentlich nur darauf, dass Daniel nach Hause kommt, weil wir wollten grillen, ja, mal wieder. Aber auch einfach nur, weil wir so viel Grillsachen gekauft haben und diese alle nicht an einem Tag aufessen können. Und was mit dir? Okay, und was noch? Okay, willst du in den Arm genommen werden? Was hast du denn heute so Feines gemacht? Gechillt? Falls es im Hintergrund so komische Geräusche geben sollte, das ist unser Ventilator, den ich gerade angemacht habe, weil es ist extremst warm. Was hast du denn da für kleine Zähnchen? Oh. Ja, was ist denn mit... Ich habe keine Ahnung, was sie auf einmal hat. Kommt auf einmal an und... Okay. Okay, jetzt... Ja. Du hast gerade Hundefutter gegessen, ne? Ja, das riecht man. Was ist mit dir? Okay, ich werde jetzt erstmal mit Bonnie kuscheln und ein bisschen Fernsehen gucken. Au! Hallo! Was ist mit dir? Ich helfe Bonnie gerade ein bisschen bei der Zahnreinigung. Hallo Freunde, ich melde mich jetzt auch mal. Ich war ja gerade eine Runde Motorrad fahren. Wir werden jetzt gleich draußen grillen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Das. Unser altbekanntes Hähnchenbruststeak. Boah, ich liebe das aber auch. Ne? Weißt du, was ich liebe? Mein Motorrad. Nicht. Mein Motorrad? Aber auch ein bisschen, okay? Sie liebt es ein bisschen. Liebe dich auch. Nein, ich liebe dein Motorrad nicht. Ich hasse dein Auto auch. Okay. Hier. Oh, ohne die geht gar nichts. Warte. Funktioniert nicht. Achso. Funktioniert. Dann begleiten wir jetzt mal Daniel in seine Küche. Da sind wir schon. Kennst du das mit diesem Stäben da? Ich muss euch mal eben was zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich war mal mit Bonnie am See und Bonnie ist einfach der wasserscheuste Hund auf der ganzen Erde. Das Krasse ist, die fängt schon an zu paddeln, obwohl sie noch gar nicht im Wasser ist, weil die hasst Wasser über alles. Und ich werde sie nicht ins Wasser stecken, aber ich werde sie mal drüber halten und ich hoffe, dass man sehen kann. Also ich hoffe, dass sie paddelt, damit ich euch das zeigen kann. Und jetzt achtet mal drauf. Pony, du siehst aus wie so ein Pokémon. Evoli. Den Tisch decken. Haben uns aber jetzt dazu entschlossen, runter in die Stadt zu fahren und ein bisschen spazieren zu gehen. Ich wollte runter in die Stadt laufen, aber Prinzessin Lillifee meinte, der Berg. Also fahren wir mit dem Auto jetzt. Es geht nicht nur darum, ich muss zugeben, ich habe wirklich keinen Bock, ja, doch runter zu laufen, okay, aber wieder hoch, da habe ich keinen Bock drauf. Zweitens mache ich mir Sorgen um Bonnie, ob Bonnie
dann überhaupt noch hoch kann. Weißt du, darum geht's mir. Und, oha, das waren die Platten auf dem Boden. Ebenso wollen wir unten in der Stadt ein paar Pokestops abklappern, damit wir wieder ein paar Pokebälle haben. Weißt du, hier ist alles frei. Alles frei. Du musst direkt neben dem Auto parken. Leute, habt ihr schon mal was von Top Smart Hose gehört? Schon ab 9 Euro monatlich. Smart Hose. Also wenn ihr Smart Hose haben wollt, gibt's schon hier für 9 Euro im Monat. Das ist unglaublich. Wasser. Bonnie geht freiwillig durchs Wasser. Was ist denn hier? Hat ihr sonst nie gemacht. Wir zocken nebenbei hier Pokémon. Dann mach mal. Eine tiefer. Komm, zack. Das ist ja der Hammer. Das geht gar nicht. So nie gemacht. Kommst du klar? Trink was. Bonnie, lecker. Ich glaube, die ist einfach nur warm. Lecker, Bonnie. Die hat sich gerade tatsächlich hingelegt. Bonnie, bist du wie taub an den Beinen? Die ist, glaube ich, richtig platt. Die hat sich da gerade einfach hingelegt. Wir sind jetzt hier am Wasser, wie man sehen konnte. Kann. Der Hauptgrund war einfach nur, dass Bonnie was trinkt, aber statt zu trinken, die legt sich einfach... Sie jetzt schon wieder? Die setzt sich hin und dann merkt sie, dass sie im Wasser ist und dann schüttelt sie sich. Ey, die ist richtig, ich glaube, die pendelt richtig gut, sobald wir zu Hause sind. Wir sind gerade bei Pascal. Wir sind gerade bei dem hier vorbeigefahren und haben ihn dann angeschrieben und gefragt, ob er zu Hause ist. Und das ist er, aber... Au! Oh. Ein Let's Play mit Pascal. Nein. Doch. Oh, ein Traumato! Oh, schwer, ne? Das Traumato ist wieder da. 135 WP. Es kam ein Update heute, ne? Ja. Nur gerade, als ich in der Stadt war. Keine Ahnung, da wollte es bei mir nicht richtig laden. Da stand ich im Wasser. Da ist eine Wassertiere gefunden. Weiterentwickeln. Taubzieh ist Tauboda und danach kommt Taubot. Oh, oh, ne? guck mal. Ich will ihn auch weiterentwickeln. Ich brauche noch ein Was einziges. Was ist es? Was ist... Ach so. Boah, ist das hässlich. Okay. Sieht ein bisschen aus wie so eine Lümmeltiete, ne? Eine Birne. Eine Birne. Mit geöffnetem Mund. Ich befinde mich bereits am Schnitt des Videos und mir ist aufgefallen, dass wir gestern Abend einfach keinen Dynamite des Tages gemacht haben. Und damit das dieses Mal nicht ausbleibt, dachte ich mir, komm, machst du es einfach mit der Webcam, dann funktioniert es auch. Und eigentlich brauche ich Daniel. Daniel! Ich rufe ihn mal an. Komm rüber, bitte. Ja, danke, tschüss. Kommen wir nun zum... Ich habe meine Haare nicht gemacht. Daniel, kommen wir nun zum... Dynamite? Des... Tages. Und wie ich aussehe, jetzt hätte ich nicht früher sagen können. Der heutige Dynamite ist... Anila H. Sie schrieb, ich muss mir auch hier, ne? Okay. Nicht so zappeln, du Fräulein. Ich finde beide Kameras super. Ich liebe eure Videos und ich liebe euch. Eine Frage noch. Welche YouTuber guckt ihr gerne? Hashtag halt die Nauze. Würde mich sehr freuen, wenn ich Dynamite des Tages werde. Lieben Gruß, Alina. Hallo. Hallo. Alina oder Anlina? Anila. 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 Aber sie heißt Alina. Okay. Hi. 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 Meine Lieblings-YouTuberin, schon immer gewesen, wird es auch immer bleiben, ist It's Judy Slice. Mein Lieblings-YouTuber ist, der macht aber nicht viele Videos, der heißt Maddes. Ich ganz gerne. Okay. Wenn ihr schon Montag Dynamite des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig kommentieren. Kommentiere. Gerne könnt ihr uns abonnieren, das könnt ihr irgendwo hier unten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dieses Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.